Hey Leute, willkommen zu Let's Challenge Super Mario Galaxy 2. Ja, ihr habt richtig gehört, das hier ist nicht das Let's Play, sondern das Let's Challenge, wo wir eben die ganzen Challenges spielen werden, die ich euch in dem Let's Play dann immer am vorherigen Tag gesagt habe. Und wir fangen auch heute gleich an mit der ersten. Hier, das sind meine Spielstände. Wahrscheinlich hier habe ich jetzt schon bei dem Let's Play mir dann einen neuen Spielstand gemacht, aber hier noch nicht, weil ihr wisst ja, ich nehme die ja in anderer Reihenfolge auf. Das Let's Challenge und das Let's Play auf jeden Fall. Wir werden immer diesen Spielstand hier wahrscheinlich nehmen, den mit 120 Sternen. Wie gesagt, das ist noch gar nicht alles, es gibt noch mehr, aber dass ihr da noch nicht so sehr gespoilert werdet, dann so irgendwie nehme ich den hier mit 120 und hier werden wir jetzt eben dann immer versuchen, wir haben auch einen Brief bekommen, das ist mir egal, hier werde ich dann immer versuchen, eben die Challenges zu spielen und deswegen fangen wir auch gleich an mit der ersten, nämlich hier aus der Hochgartengalaxie und das ist schon eine ziemlich coole Challenge, wie ich finde, denn an sich ist es so eine, die sich erstmal ziemlich einfach anhört und sich sehr schnell erklären lässt, aber da muss man schon an einigen Stellen ziemlich tricksen und sowas liebe ich immer, wenn man an bestimmten Stellen tricksen muss und das ist hier auf jeden Fall auch der Fall. Dino Piranha Junior Schleudertrauma, die ganz normale erste Mission müssen wir spielen. Und wir müssen es bei dieser Challenge schaffen, kein einziges, also das ist ein bisschen, das stimmt nicht ganz, aber wir sollten auf jeden Fall, also wir dürfen auf jeden Fall niemals schütteln, also diese Drehattacke da machen, aber in Warpstern dürfen wir das schon, weil ansonsten wäre das auch ein bisschen unmöglich, also in Warpstern dürfen wir das machen, aber ansonsten dürfen wir niemals schütteln und eben dann diesen Dreher da machen. Sein Unhold hat alle unsere wertvollen Powersterne entwendet, bla bla, ist mir egal, das habe ich schon im Let's Play gelesen, so. Und jetzt hier am Anfang wird das schon ziemlich schwierig, denn unser eigentliches Ziel ist es ja, dort nach oben zu kommen, weil dort wird er dann sich ein Luma in einen Warpstern verwandeln und damit kommen wir dann weiter. Das allein hinzukriegen ist aber schon ziemlich tricky, kann ich euch sagen. Ich kann erstmal, ich weiß gar nicht genau, welche Röhre führt überhaupt wohin. Wo führt die hin? Die führt hier, na genau, die führt in den Käfig, also hier kriegen wir noch einen One-Up, yay. Sehr schön, freut mich. Also wie gesagt, eigentlich ist es ganz einfach erklärt, einfach halt nie schütteln, außer halt den Warpstern, aber das ist wirklich schon überhaupt nicht einfach. Also eigentlich sollte man ja diesen Weg hier gehen, dann den Kristall da oben aufbrechen, dann hier durch den Planeten in der Mitte nach unten fallen, dann ist man auch schon auf der anderen Seite. Problem ist aber, dass man hier eben schütteln müsste, wird mir hier auch angezeigt, schütteln müsste, um den zerstören zu können. Ich kann ihn, glaube ich, auch nicht anders zerstören, also mit einer Stampfattacke dürfte das normalerweise nicht gehen. Nein, geht nicht, also ich kann es nur mit Schütteln machen. Das heißt also, dass dieser Weg hier schon mal mir versperrt ist. Ich muss also irgendwie anders da nach oben kommen. Und übrigens, man kann hier auch einfach so drüber, was auch sehr witzig ist, man muss die Röhre gar nicht benutzen. Und zwar, wir sollten es jetzt halt irgendwie schaffen, da nach oben zu kommen. Und das ist wirklich nicht so einfach. Also mit Schütteln ist es sogar ziemlich einfach, da hochzukommen. Denn da macht man einfach einen Wandsprung dahin, schüttelt dann und kommt dann da hoch. Das ist eigentlich ziemlich einfach sogar. Aber ohne Schütteln da hochzukommen ist nicht easy. Und ich möchte, um das zu schaffen, ganz gerne mir diesen Pflock da, der da so raussteht, zunutze machen. Ich will nämlich einen Dreisprung machen. Und zwar gegen den Pflock, weil ich glaube, mit einem Dreisprung komme ich da hoch genug. So, und ja, okay, nicht ganz, aber es klappt auf jeden Fall. Also ich glaube, mit einem Seitwärtssprung oder auch Rückwärtssalto komme ich nicht ganz hoch genug, weil der Dreisprung ist nochmal ein bisschen höher als die beiden anderen Sprünge. Ja, verdammt nochmal, aber damit komme ich da auf jeden Fall hoch genug und dann will ich da einen Wandsprung machen von dem Pflock weg und dann da hochkommen. Das dürfte klappen. Ja, tut es nämlich, sehr schön. Und dann sind wir hier hochgekommen, ohne einmal zu schütteln. Ist schon mal ziemlich cool, oder? Also allein der Anfang hat mir jetzt schon total gefallen und ist schon echt, dass das ziemlich cool ist. Und es werden noch weitere Stellen kommen, bei denen es auch tricky wird, nicht schütteln zu dürfen. Wie gesagt, jetzt darf ich, weil ansonsten wäre es auch ein bisschen sehr unmöglich. Also in Warpstern ist es erlaubt, ansonsten halt gar nicht. So, ich glaube, das hier ist jetzt aber ein machbarer Abschnitt. Wie gesagt, wir dürfen auch niemals getroffen werden, aber einfach immer schön ein paar Weitsprünge machen kann auf jeden Fall nicht schaden oder auch mal Wandsprünge hier irgendwo hoch, auch wenn ich da jetzt hängen geblieben bin. Aufpassen. Ja, genau, also wie gesagt, nicht getroffen werden von irgendwas, denn ansonsten haben wir auch die Challenge verloren, automatisch, weil das überall so ist, dass wir niemals getroffen werden dürfen. Aber Checkpoints dürfen wir eben freundlicherweise schon benutzen. So gütig war ich dann doch, weil habe ich ja alles erklärt, warum ich das so gemacht habe. So, hier noch oben auf den Turm müssen wir, Bonusspiel ist mir auch ziemlich egal. Ich will einfach nur halt bei der Challenge immer durch die Level durch, auch oftmals so schnell wie möglich. So, und hier rein, gut. Und hier in den, also in den, ja, in den kleinen Warpsternen dürfen wir natürlich auch schütteln. Das ist ganz klar, weil ansonsten, also ich weiß gar nicht, ob man da vielleicht auch so sogar hochkommen kann. Aber in den kleinen Warpsternen darf man auf jeden Fall auch, das ist auch nicht Teil der Challenge, das ist irgendwie besonders cool zu schaffen oder so. Aber eine Stelle wird noch kommen, die ein bisschen tricky wird, nämlich ganz am Ende. Also der Anfang von dem Level bei der Challenge ist nicht einfach, aber auch das Ende. Denn wir müssen ja am Ende noch Dino Piranha Junior oder wie das Viech heißt besiegen. Also halt den, das war knapp, also halt den Boss da. Und das soll man ja eigentlich auch primär mit Schütteln machen, das dürfen wir aber halt nicht. Aber es geht auch ohne Schütteln, kann ich euch sagen, weil ansonsten wäre es ja wie gesagt unmöglich. Es geht nämlich auch mit Stampfattacken. Das werden wir gleich sehen, das ist aber deutlich schwieriger, eine Stampfattacke zu schaffen, als eben eine Schüttelattacke. Deswegen, das könnte noch ein bisschen tricky werden, aber sehen wir ja noch.
So, den 6 Lebenpilz lasse ich mal liegen hier und checkt man aber aktivieren. Ich meine, ob ich einen 6 Lebenpilz einsammle oder nicht, ist ja, wow. What the fuck, was war das denn? Ist ja eigentlich ziemlich egal, weil ich ja eh nicht getroffen werden darf. Deswegen, der bringt mir sowieso nichts. So. Hallöchen, mein Lieber. Ja, na, wie geht's? Gut, jetzt mit Stammvertrag hier das Ganze hinkriegen. Und da will ich am besten einen Seitwärtssprung oder auch rückwärts. Ja, ich glaube aber eher Seitwärtssprung. Kann ich eigentlich. Oder rückwärts. Ne, eigentlich Rückwärtssalto. Genau, ist sogar ein bisschen besser. Rückwärtssalto über ihn drüber machen. Und dann eben eine Stampfattacke. Und dann hier nochmal. Und dann haben wir eben auch schon ein Leben abgezogen. Also, ihr merkt schon, so schwierig ist es doch nicht. Aber das kann schon mal doch ein bisschen tricky sein. Weil man eben das richtige Timing erwischen muss, um über ihn drüber zu springen. Also, so einfach ist es jetzt doch nicht. Bam. Sehr schon wieder geschafft. Dann wieder einmal außen rumrennen. Und ihn wieder treffen. So. Und das war's auch schon. Damit haben wir die erste Challenge erfolgreich geschafft. Es sah jetzt sehr einfach aus bei mir, ja. Aber so einfach ist sie gar nicht mal unbedingt. Also sie wird jetzt nicht einen Stern kriegen oder so. Nein, ein bisschen mehr schon. Also jetzt auch nicht mega viele, nein. Weil es werden noch deutlich schwierigere kommen. Aber die war jetzt trotzdem nicht so ultra mega einfach, wie sie jetzt vielleicht bei mir wirkte. So, Stern eingesammelt. Also wir werden auch jetzt halt immer solche durchsichtigen Sterne einsammeln, weil ich die eben schon mal eingesammelt habe. Aber ist hoffentlich nicht so schlimm. Dürfte schon alles passen. Und ihr dürft mir eben natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch bei der Challenge angestellt habt, ob ihr sie versucht habt, ob ihr sie geschafft habt und wenn ja, in wievielten Versuchen, bei welchen Stellen ihr besondere Schwierigkeiten hattet oder welche Stellen euch besonders einfach fielen, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Gut, erste Challenge schon geschafft, das freut mich. Und dann machen wir uns in den nächsten Parts dann auf zu weiteren Challenges. Ihr wisst ja, heute ist das einzige Challenge-Video, das heute kommt eben, nur dieses hier. Ab morgen kommt dann eben wieder ein Let's Play Part, wo wir dann die nächsten beiden Galaxien spielen werden, die zweite und die dritte. Und übermorgen werden dann auch zwei Videos kommen, hier bei dem Format Let's Challenge, also eben um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Und ab dann wird es auch immer so weitergehen, also immer Let's Play um 16 Uhr mit zwei Galaxien. Und am darauf folgenden Tag um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr dann eben die zwei Challenge-Videos von den entsprechenden Challenges, die wir da halt davor im Let's Play gespielt haben oder die ich halt euch da erklärt habe. Genau, gut, dann war es hier für den ersten Part von Let's Challenge Super Mario Galaxy 2. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr danach gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird mit neuen coolen Challenges. Und ich freue mich schon drauf. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.